Aber wie kann man eine Badeanstalt im Ernst Gänsehäufel nennen? Das ist dasselbe, wenn die Welser zum Eldorado Brunslocken sagen will. Das geht sich nicht aus. Ich hab schon mal gespielt fürs Eldorado. Eine Gala. Geht die Gage mal ein bisschen hoch. 320.000 Euro. Gernot Kulis kollidiert laut eigenen Angaben in seinem Leben ständig mit Menschen, Tieren oder Notrufsäulen. Seine Opfer laufen ihm also quasi im täglichen Leben über den Weg. Er muss sie nicht einmal suchen. Und deswegen heißt sein Stand-up-Comedy-Programm, in dem er aktuelle Themen behandelt und Anekdoten aus seiner Arbeit als Ö3-Callboy einfließen lässt, Kollisionen. Das Programm ist deswegen so entstanden, weil eine Kollision für mich sowas ist wie ein Crash mit Witz. Und eine Kollision ist nur ein Crash. Das ist quasi die Fortführung einer Kollision. Man kann jedes Problem mit einem Witz lösen, finde ich. 1993 startete Kulis seine Karriere bei Ö3. Bald merkte man, dass er nicht nur lustig, sondern auch ein perfekter Stimmenimitator ist. Darum bekam er 1999 die Aufgabe, als Comedy-Autor tätig zu sein. So wurde aus ihm der Ö3-Callboy und 3 Jahre später auch Professor Kaiser. Als Kulis klein war, stand Callboy aber nicht auf der Liste seiner Traumberufe. Das alles hat sich eher zufällig ergeben. Ich habe schon als Kind Stimmen imitiert und Nachbarn imitiert und Lehrer imitiert und dann im Theater gespielt und dann ist es eine Interessensgeschichte. Irgendwann wächst es und man kriegt Unterstützung. Ich beobachte einfach die Situation oft und denke mir, den könnt ihr anrufen mit der Idee, zum Beispiel. Oder es sind dann einfach aktuelle Anlässe, die halt mich dann dazu bewegen, irgendwo anzurufen. Die meisten können selber darüber lachen. Bei mir ist immer so ein bisschen ein Motto, dass ich schauen will, dass das Opfer, quasi das Opfer, auch lachen kann drüber. Das finde ich schon sehr wichtig, ja. Passiert meistens auch. Ich bin hier in einem Kästchen eigentlich, dann suchen Sie mich. Aber dann suchen Sie mich. Ich suche dich. Seit 2 Stunden gehen Sie her und finden dich nicht. Er ist wirklich so, wie er auf der Bühne ist, wirklich lustig, lässig und genauso, wie er sie gibt, also weder verstört noch sonst was. Er hat Gäste, die auf seiner Facebook eingeklickt hat, namentlich erwähnt und dann wirklich auch nett, charmant, aber lustig gemacht. Ich habe gehört, dass er Leute teilweise rausholt auf die Bühne. Man macht einfach mit beim Spaß. Er hat sehr viele aktuelle Sachen über Krangebach, über Wels eingebaut. Also ganz, ganz, ganz toll. Den Bezug einfach zur Region hergestellt. Es ist eigentlich alles lustig, was er macht, was er erlebt. Dann Sie ihm Ihre Telefonnummer geben? Ja, Daddy. Nein, überhaupt nicht. Ich gebe meine Nummer nirgends her. Nein? Entweder er weiß oder er weiß nicht. Man weiß nicht, wie es dann selber geht, wenn man dann angerufen wird. Ich glaube, man ist selber so perplex, dass das wahrscheinlich auch passiert. Wenn wir Gernot Kulis schon einmal zum Interview treffen, nutzen wir natürlich die Gelegenheit, um ihn noch vor seinem Auftritt zu aktuellen Themen zu befragen. Und das sind zurzeit der Song Contest und die geplante Steuerreform. Wahrscheinlich kriege ich jetzt eine Registrierkasse auf die Bühne. Die registriert jede Pointe. Liebe Welser, nichts für ungut, aber es ist in der Stadthalle in Wien gut aufgehoben. Dieselben Leute, die den Song Contest fit machen in der Stadthalle, haben damals das Stadthallenbad fit gemacht. Also demnächst bin ich mir gar nicht sicher, ob der Song Contest überhaupt stattfindet, weil das dauert nochmal Jahre, bis das dann wieder funktioniert. Ich habe zuerst gedacht, die schicken einen Mann mit Busen hin, als Kontrast zur Frau mit Bart. Aber jetzt sind sie draufgekommen, dass der Fritz Neugebauer nicht singen kann. Von der Wurst bin ich übrigens begeistert. Die Russen haben sich aufgeregt. Bei mir wäre das anders. Wäre ich die Wurst, ich würde mit der transsibirischen Eisenbahn durch Russland ein Plakat in der Hand, wo oben steht: Lieber Wladimir, alles hat ein Geschlecht, nur die Wurst hat 2. Mit dem Interview-Team, Maria Fekta, da war sie Finanzministerin, mega Kollision. Ich komme hin mit Mikrofon damals in Wien und frage sie vorher, ob ich zu ihr Mitzi sagen darf. Keine gute Idee. Das Mikro war offen und sie sagt Folgendes damals ins Mikro, Achtung. In meinem Verwandten, Bekannten und Freundeskreis nennt mich niemand Mitzi. Nennt mich niemand Mitzi. Ich liebe dich. Das Brustanal ist sehr, sehr gut. Du bist ein guter Modal. Ich liebe dich bei Wetter 1. Du musst schauen. Ich liebe dich.